Morgen. Ja, wir sind jetzt. Boy. Wir sind jetzt Boy. Wir haben jetzt. Boy, Junge. Wie viel haben wir jetzt? 7 Uhr genau. 7 Uhr. Sind aber schon seit 5 wach. Was der Koffer schiebe, kommst du klar? Ich komme immer klar. Oder? Gut. Ja, jetzt fahren wir mit dem RE8 Richtung Köln-Bonn Airport und wie früh sollen wir da sein? Ich glaube halb, viertel vor acht. Und ja, dann sehen wir uns nachher. Ja, ciao. Wir sind jetzt nicht wie geplant in Köln-Bonn Airport, sondern in Porzbahn. Danke, Deutsche Bahn. Ja, Deutsche Bahn, wer hätte es gedacht? Wir sind extra früher losgefahren, damit genau das nicht passiert. Ja, jetzt haben wir noch genug Puffer und müssen jetzt gucken, wie wir zum Köln-Bonn Airport kommen. Wir bekommen ein paar Busse, er hat auch überlegt, gegebenenfalls ein Taxi zu nehmen. Müssen wir mal schauen, aber kriegen wir hin. Hoffentlich. Bis gleich. Es wurde der Bus. Ja, wir haben es doch noch geschafft. Wir sind jetzt in Köln-Bonn Airport angekommen. André, wie früh haben wir? 8.18 Uhr. 8.18 Uhr. Close enough. Wir haben die anderen gefunden. Ja? Foto. Familienfoto. Melissa, bist du drauf? Ich weiß nicht, ich sehe es in dem kleinen Display leider nicht, deswegen. Schau nicht. Also, es ist 11G, ne? Ja. 12A oder 12B? 12B. 12B. Ah, was ist das? Sehr geil. Holy shit. Die Kamera guckt in die andere Richtung, Elena. Ja, okay. Draußen fährt gerade ein Auto und ich dachte, das Flugzeug fährt. Gut. Sind wir halt angekommen, Lukas? Ah ja. Bist du in Berlin sind? Ja, ich glaube schon. Ja, Marvin ist gerade ein bisschen am Packen hier. Ja, wir warten jetzt auf unser Gepäck und hoffen, dass es ankommt. Warte. So. Freust du dich, dass wir jetzt in Berlin sind? Ja. Ja? Freue mich auf Berlin-Besuch. Nice. Wo geht's jetzt hin? Berlin. Nach Berlin, ja. Nach Berlin? Ah ja. Sind wir ja schon. Ne, jetzt Hoteltransfer, ja? Jetzt gucken wir, wie wir da hinkommen, oder was? Ja, wir fahren wahrscheinlich mit der Bahn oder so. Fahren mit der Bahn. Also, bis gleich. Hallo meine Fans. Ich überlege gerade, wann wir da sind. Die ist aber Schotti. Wann sind wir denn da? Wie dauert es noch? Denkst du so hin? 10 Minuten? Ja. Also 10 Minütchen. 10 Minuten. Easy. 10 Minuten, bis dann. So, da wären wir. Sind jetzt im Intercity Hotel angekommen. Flug war pünktlich, Bus war pünktlich. Das Einzige, was nicht pünktlich war, war unser Zug zum Flughafen hin. Beziehungsweise war der pünktlich, nur gab es da ein paar Probleme, weil er dann irgendwie da nicht halten wollte. Aber wir sind da. Ich switch mal jetzt die Seiten und dann gucken wir uns das Hotel ein bisschen von innen an. Ja, wir sind jetzt eingecheckt. Also auch im Hotel eingecheckt. Das Ding ist, die haben meinen und den von der lieben Elena einfach falsch geschrieben. Den Namen.
Das gibt es ja wohl nicht. Gibt einen Tadel. Anders mal aufnehmen. Ey, wir gehen jetzt uns mal die Zimmer angucken. Also wir sind in der 3. Cool. Nee, die 3 funktioniert nicht. Okay. Na schön. Gut, dann fahren wir erst bis zur 1 und dann fahren wir bis zur 3. Ja! Ah nee, du musst die Karte davor, dann kannst du erst drücken. Ach krass. Die 1 geht, weil das die Konferenzräume sind. Ja, geht raus. Ja. Cool. An der anderen Richtung. Jo. Sechste. Sechste links, oder? Da vorne links. Ja. Okay, Moment. Moment der Wahrheit. Sweet. 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 Wir sind jetzt in Berlin angekommen, haben jetzt 2 Stunden Freizeit und dann haben wir eine Stadt ready. Was machen wir in Döner essen? Was machen wir in diesen 2 Stunden? Wir gehen jetzt in Döner essen oder zumindest, wir suchen uns zumindest was zu essen und dann gehen wir gleich noch irgendwie so ein bisschen Zimmerverpflegung uns kaufen. Easy. Elena, Moment, du musst noch kurz für die Fans, für die Crowd festhalten, was dein Deal hier gerade ist. Was machst du? Ja, was machst du denn hier so? Ich brauche jetzt Haarshampoo. Ja, okay. 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 Ja, okay, Elena, okay. Hey. Du schaffst das. Danke. Tschö. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Es ist ziemlich früh morgens. Wir sind heute im KZ Sachsenhausen und haben jetzt gleich eine Führung. Und ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Auf dem Weg zum Bundesrat. Hier sind auch die anderen Azubis. Nimm dreimal du. Ja, genau. Elena! Andernfalls.
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regierung des Landes Hamburg erhebt gegen den Gesetzentwurf aus folgenden Gründen keine Einwendungen. Flächenmäßig sieht es in unserem Bundesland so aus, dass uns die Massentierhaltung nicht wirklich betrifft. Wir haben als Einnahmequelle aus Tieren ausschließlich die Fichte, also die Fischereiwirtschaft. Nur für die Nachbarbundesländer finden wir das eine gute Option, weil dort wird viel Massentierhaltung betrieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Anschauen. Dann hatten wir eine provisorische Saal, wo wir dann drin unser Rollenspiel hatten. Wir haben ein Gesetz beschlossen. Es geht darum, dass man die Massentierhaltung aufhebt und halt bis 2035 das dann vollständig aufgehoben hat. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch ganze Länder, wir hatten 16 Länder, die vertreten wurden, wie es auch im Plenarsaal dann immer ist. Und gleich sind wir auf dem Weg zum Olympiastadion, haben jetzt kurz eine Stunde Zeit und ja, dann wird das später nochmal alles gefilmt. Bis später. Mein Gott. Wie schmeckt der Gin Tonic? Geil! Wirklich? Ja! Wirklich? Mega geil! Schnitt, ist nichts. Ja. Ich sehe es ja nicht. Oder ich habe die perfekte Idee für dich. Mach nochmal. Wir haben heute Donnerstag, der vorletzte Tag, und wir waren heute im Kanzleramt und im Bundestag. Das Problem ist, wir durften aber keine Kamera mit reinnehmen oder zumindest durften wir halt nicht filmen. Und deswegen machen wir das jetzt. Der Mo und der Lukas und ich, wir gehen nochmal zu den jeweiligen Gebäuden, stellen uns da vor und werden dann nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Also, bis gleich. Hallo, guten Tag. Ich bin Mo. Also wie mein Kollege Marvin angekündigt hat, heute haben wir das Bundeskanzleramt besucht. Leider konnten oder durften wir nicht daran filmen, wegen der Sicherheitskontrolle. Da haben wir am Anfang durch die Kontrolle streng so geprüft. Das Gebäude wurde am Jahr 2001 gebaut, ist ein sehr beeindruckendes, modernes Gebäude. Ja, das Gebäude hat 8 Etagen. Die Frau Merkel sitzt ganz oben. Im 8. Etage befindet sich ihr Büro. Zuerst sind wir einfach durchgegangen durch die Sicherheit, also es ist halt wie auch im Flughafen, also da ist ein bisschen strenge Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben auch dort verschiedene Sitzungssäle, Konferenzsäle, Presseabteilung besucht und auch das haben wir die Geschenke vom Präsidenten aus verschiedenen Ländern gesehen. So Leute, rechts von mir seht ihr den Bundestag.
Hier sitzen unsere Abgeordneten, die wir gewählt haben, aus unseren Wahlkreisen. Und die sprechen über Gesetze und verabschieden diese oder haben dann noch spezielle Änderungsvorschläge, die sie einbringen. Und wir haben uns durch das Gebäude führen lassen, durch verschiedene Guides quasi. Und die haben uns das Gebäude halt eben gezeigt. Und dort gibt es für die verschiedenen Fraktionen, also die verschiedenen Parteien, gibt es dort eigene Säle, wo die sich selber nochmal quasi beraten, also über Sachen sprechen können. Ein bisschen ausgestellt ist da auch an Kunstwerke sind da auf jeden Fall auch ausgestellt, die wir uns angeguckt haben, und wir sind auch in die Kuppel gegangen. Dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf Berlin und die ganzen Sehenswürdigkeiten. Ja, danke dir, Lukas. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück und treffen uns um 17.30 Uhr mit der Frau Sieberts und gehen dann ins Hardrock-Café, und danach gibt es noch einen kleinen Absacker irgendwo anders und dann gucken wir mal, dass der letzte Tag hier genossen wird. Und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Ciao. Hier zur Gedenkstätte Hohenschönhausen. Also einen schönen letzten Tag heute. Und wir melden uns wieder, wenn wir da sind. Boah. Scheiße, was ist das denn? Wie lange die Zitrone hätte? Da steht das einfach nur da. Das ist immer Einen schönen guten Morgen aus dem Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Wir sind jetzt hier im Filmraum und werden jetzt gleich einen Film gucken. Und wir melden uns dann nach dem Film nochmal. Ich melde mich wieder hier vor dem Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Wir waren jetzt gerade dort drin, hatten eine sehr, sehr interessante Führung. Auch deswegen, weil der Führer, der uns da durchgeführt hat, ein Zeitzeuge war, der zwar nicht hier inhaftiert war, sondern an einem Stasi-Gefängnis. Deswegen war das Ganze auf jeden Fall sehr interessant, und wir haben viele gute Eindrücke bekommen. Auch dadurch, dass der ehemalige Zeitzeuge auch originale Dokumente dabei hatte, die wir auch reinschauen konnten. Und er hat da sehr ausführlich erklärt. Also auf jeden Fall ein guter Punkt in Berlin und sehr interessant. Ich habe noch den lieben Marvin bei mir. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Flughafen, beziehungsweise erst zum Hotel, holen unsere Koffer und dann geht's auch schon wieder ab in die Heimat. Ja, hi. Eigentlich sollte es ja im Hotel weitergehen, aber wir machen das jetzt doch nicht im Hotel, weil wir mussten schnell wieder raus, weil wir jetzt irgendwie zum Flughafen müssen. Jetzt holen wir uns also einfach ein Taxi und dann reisen wir rüber.
Ja, und dann geht's wieder nach Hause, nach der extrem entspannten und schönen, wunderbaren Berlinfahrt hier hin. Ach, die haben einen Stieg 3,90 Euro. Ja. Und was habt ihr Kilometer? Entspannt. Ja, ich war. So, nach einer mehr oder weniger entspannten Taxifahrt sind wir jetzt auch am Flughafen Berlin-Tegel angekommen und werden jetzt mal einchecken und ja, dann ein bisschen warten und dann geht's los, wieder nach Hause. So, da sind wir wieder. Wir befinden uns jetzt im Flughafen, also auch am Boarding und warten jetzt theoretisch nur noch auf den und warten jetzt auf den Flug. Wer muss jetzt? Was hast du gemacht? Ja. Was hast du gemacht, habe ich gefragt. Hast du schon? Lukas, was hast du gemacht? Lukas. Was denn? Ich habe Feedback ausgefüllt. Ah, gut. Feedback ausgefüllt. Ja, wir sind jetzt wieder in Köln angekommen. Heil und gut. Haben Sie auch am Start? Hallo. Oh Mann, dieses Facetrack. So. Hallo. Hier. Ja, wir gehen jetzt eigentlich nur noch zum Zug und fahren dann nach Hause, würde ich sagen. Wo wir noch lang hier gehen müssen, ich weiß nicht, aber wir finden den Weg. So, wir sind jetzt fast da. Züge sind hier gerade voraus, also noch keine wenige Minuten und dann geht's vollständig Richtung Heim. Ja, ich bin ein bisschen heiser. Gestern Abend war ein bisschen lang, aber war geil. Definitiv. So, ich würde dann auch hier Ende machen. Mit dem Vlog, genau. War auf jeden Fall eine wirklich aufschlussreiche Zeit in Berlin. Hat uns mega gefallen. Sollte sich auf jeden Fall keiner entgehen lassen. Damit würde ich sagen, ciao.